Lieber Wassermann, herzlich willkommen zu einem weiteren Video für dich. Diesmal deine momentane Bewusstseinsebene. Worum geht es? Welche Hürde ist zu überwinden? Auf was ist zu achten? Zu diesem Video wie immer bei mir eine Extended-Version. Den Link dazu findest du hier unterhalb dieses Videos in der Infobox. Drück drauf, du wirst automatisch weitergeleitet. Die Bewusstseinsebene für den Wassermann. Es kann sein, dass du dich momentan schon darin befindest oder diese als nächstes auf dich zukommt. Das wirst du ganz von allein erkennen. Ich höre out of nowhere, aus dem Nichts heraus. Ja, plötzlich ist etwas da. Rosa-orange Farbe, so ein Rosa mit einem Orange-Touch drin. Vielleicht ist das der Auftakt. Worum geht es? Deine Bewusstseinsebene, lieber Wassermann. Was siehst du in diesem Bild? Schauen wir, ob wir dasselbe sehen. Es geht selbstverständlich um dich. Es geht um dein Zuhause. Du und dein Zuhause. Du in deinem Zuhause. Befindest du dich in deinem Zuhause? Was ist dein Zuhause? Wo ist für dich dein Zuhause? Deine nächste Bewusstseinsebene, sie wird... Sie sagen innig, äußerst attraktiv, doch schon so lang wie kann ich dir sagen, erwartet von dir selbstverständlich diese Erkenntnis, auf dass du sie fühlst, spürst, integrierst. Was umnächtet dich, wie man so schön sagt? Schlaflosigkeit, Angstzustände, Nervosität, Unruhe und alles, was damit einhergeht. So. Hier wollen wir hin, in diesen Status, ja? Status des Genusses, Status der Zufriedenheit. Doch momentan sind wir hier. Die Erkenntnis. Gut möglich auch, dass du ein bisschen eine labile Psyche hast. Was bedeutet, empfindlich bist, auf Kommunikation anderer, nah am Wasser gebaut bist oder aber, dass es genau andersherum ist, dass du leicht reizbar bist, leicht in Rage gerätst, was auch immer. Schlichtweg, du fühlst dich unsicher in dir selbst und mit allem drumherum. Vielleicht suchst du gerade deinen Platz, nämlich
Wo ist mein Zuhause? Hin und her gerissen, nicht verankert. Doch wir Menschen, natürlich, wir brauchen immer einen Ruhepol und sagen, an diesem Ort fühle ich mich wohl, das ist mein Zuhause. Gut, doch wie du dir vorstellen kannst, darüber wirst du mit mir garantiert nicht reden. Die Orte, an denen du dich wohlfühlst, sie helfen auf verschiedenen Ebenen. Doch wir wollen ja deine Bewusstseinsebene gerade ein bisschen erweitern, auf dass du bewusst wirst und weißt, worum es geht, wie dies zu handeln ist, was da auf dich zukommt und das Outcome selbstverständlich. Die Zahl 6. Ausschlaggebend. Falls du älter als 40 bist, an die 50 angehend schon, überlege zurück, was war an deinem 42. Lebensjahr? Was ist passiert, auf das dort die Unsicherheit kam? Was ist passiert, dass du dich von dir selbst abgewendet hast? Was ist passiert, was dir wichtiger erschien als du selbst? Dort begann es, dass du dich selbst vergessen hast. Dort begann es, wo du voller Leidenschaft allem anderen mehr Achtung gegeben hast als dir selbst. Nicht wissend, doch auch dem Schlimmsten aus dem Weg gehen wollen. Das Schlimmste. Wie lustig. Gibt es etwas Schlimmeres, als sich selbst zu verlieren? Ich denke nicht. Ist kein Vorwurf, lieber Wassermann. Wir machen das alle irgendwann mal durch im Leben. Wir wollen dich wieder nach Hause bringen. Richtig? Dein Zuhause bist du selbst. Dein Zuhause ist in dir. Dass du Seelengefährten im Verlauf deines Lebens findest, die sich anfühlen wie zu Hause, gehört auch dazu. Diese sind dazu da, um dich wieder an dich selbst zu erinnern. Wow, wir haben einige. Ja, du möchtest gewinnen, du möchtest gesehen werden, du möchtest auf der Sonnenseite des Lebens sein, immer. Und du möchtest gegen alle Regeln, gegen alle Widerstände hoch empor glänzend scheinen. Doch welchen Preis hat dieser Sieg? Wenn nur die Hülle anwesend ist und der Kern in der Hülle ganz was anderes braucht. Wir machen weiter im Extended und ich bin gespannt. Dein Herz ist momentan sehr eingeengt.
Lieber Wassermann, wir sehen uns im zweiten Teil. Bis gleich, wir freuen uns auf dich. Ciao!